Truppen erscheinen erschöpft, niedergeschlagen, verschwitzt von einem wahnsinnig gigantischen Auftritt. Pierre Gassmann heute Abend bei uns im Backstage. Pierre, setz dich. Guten Abend. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, oui. Wow. C'est bon, c'est bon. J'ai ici ma guitare avec moi. C'est ma plus jolie, ça. Ah, ein wunderbares Instrument, Pierre. Ja, heute, ich kann jetzt auch Deutsch mit dir sprechen, wenn du möchtest. Ja, ich würde sagen, wir sprechen heute Abend Deutsch. Ich hoffe ja, er kommt noch, Gildo Horn. Vielleicht er möchte noch trinken einen kleinen Bier. Ja, gut, ist kein Problem, wir können uns auch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, er bringt mir ein Bier mit hierher. Er hat Sprudel getrunken. Hör mal, was hältst du überhaupt von unserer Dekoration hier? Oh, da fehlt ja schon wieder eins. Oh, ist ein klein bisschen kaputt gegangen, die Dekoration. Hein? Grand Malheur. Ah. Grand Malheur. Wir haben es leider nicht filmisch dokumentiert. Je suis désolé, oui, ah. Je suis très désolé. Ah, kleine Pannen passieren immer, ne? Oh, Mann. Oh. Rück ici. Wir bleiben aber weiter auf Sendung, auch wenn es jetzt ein bisschen stressig hier wird. C'est en direct, das ist live. Hein? Ah, non, Aufzeichnung. Ah, enregistré, oui. Für a movie. Pour un grand film? Soundtrack, film. Ah, film. Oui, je compris, oui. In Breitband auf Tesafilm wird das. Ah, très bien, ouais. Ja. Das ist, ach, der Kameramann. Guck mal, das ist der Andreas, also ein lieber Kerl heute ein Abend. Ein blöder Hund, Mensch. Ja, das ist Rock'n'Roll heute Abend. Jetzt dreht er uns auch noch das Licht ab. Mal im Ernst, wie fühlst du dich? Sehr gut, sehr fertig, sehr geschwitzt, sehr nass, sehr dreckig, fertig für in die Dusche. Ja. Ein langer Weg bis hierhin, sozusagen das Hauptprogramm. Ja, ich habe nur 7 Kilometer bis hierhin, ist nicht so schrecklich weit. Ja, ich wohne direkt in, um die Ecke in Ruhe. Also man muss dazu mal sagen, mit Leuten von Horn, ah ja, das sind die ersten Autogrammjäger. Ah. Direkt hier drauf, direkt so bei der Gitarre, einfach nur so drauf. Oh, das finde ich toll. Die Gilderufe wollen nicht verstummen. Toll. Da finde ich toll. Super, ein tolles Dankeschön. Konzertfeeling. Das war ein typischer Fan von Gildo Horn. Wenn Sie vielleicht mal gerade noch würden in die Kamera winken, irgendwie, das heißt, ja. Hast du nichts der, zu machen? Grüß für deine Mama. Der typische Gildo Horn-Fan. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Es ist einfach problematisch, mit den Leuten von den orthopädischen Strümpfen ein Interview zu machen. Hier laufen. Noch machen, jetzt gehen ein kleines Schiff in dem Moment. Also, bonsoir Toilette. Machen wir Druck auf die Pause im Moment ein bisschen. Machen wir einen Druck auf die Pause, ja? Sind wir schon wieder auf Sendung? Ja, wir sind wieder auf Sendung. Gildo sitzt jetzt neben mir. Gildo, wie fühlst du dich jetzt nach diesem wirklich phänomenalen Auftritt heute Abend? Ziemlich fertig. Lieber Ali, Kramp. Und mein Rücken tut weh. Und, was die Tage? Ja. Und mein Fußpilz ist wieder am wuchern von dem Schweiß in meinen Schuhen. Und du weißt ja, wie das ist mit dem Fußpilz. Wir waren ja zusammen in dieser Fußpilzgruppe in Trier Nord. Und ich bin da wieder ausgetreten, aber mittlerweile fing mein Fußpilz wieder an zu wuchern. Und das gibt so ganz eklige, wässrige Blasen. Mich hat jemand gebeten zu fragen nach dem Phänomen Gildo Horn. Wie siehst du selbst dein Erscheinungsbild? Schön. Du fühlst dich auch wohl. Ich meine, du gibst dein Bestes, du zeigst dich dem Publikum von deiner besten Seite auch halbnackt. Und das ist ein irres Feeling. Also ich habe noch nie erlebt, selbst bei ganz professionellen Leuten, dass das Publikum so abfährt. Das ist einmalig, finde ich. Ja, das ist... Also ich hab gesagt, es ist unheimlich schwer, mit den orthopädischen Strümpfen, insbesondere mit dem Chef der Truppe, Gildo Horn, ein Interview zu führen. Denn er verausgabt sich maßlos bei jedem Konzert. Und im Anschluss danach ist also kaum noch was aus ihm rauszukitzeln. Gildo, schau nicht zurück, schau nur nach vorn. Die Devise von Gildo Horn, letztes Jahr noch Anheizer als Handyman und heute Abend ganz groß im Hauptprogramm.
Was sagt dir das? Was bringt dir das? Wie fühlst du dich? Sag's nochmal. Ja, also das war halt vor meiner Zeit als Schlagersänger. Aber diese Zeiten, also des Urschlagers im Sinne einer Verschlagung, waren damals gegeben, so dass ich heute mit Handyman hier gespielt habe und letztes Jahr. Letztes Jahr als Gildo hier gespielt habe. Das geht bei dir Schlag auf Schlag, das ist deine Devise. Nein, Schlager auf Schlager. Ah ja, Schlager auf Schlager. Hast du Probleme mit deinem Sexualleben? Ich meine, du stehst jetzt so im Mittelpunkt, wo guckst du denn wieder hin? Du stehst immer so im Mittelpunkt. Er ist so ein netter Seebär, ein Schnauzmann, ein schnauzbärtiges Stück Fleisch namens Udo Hermesdorf. Und wenn du mich auf mein Sexualleben ansprichst, ich werde den Udo Hermesdorf gleich noch vernünftig vernaschen. Ja, so es wie gibt ich dich dann auch noch vernaschen werde. Es gibt die Devise, gib Gildo keine Chance. Können wir das mal in einer Großaufnahme haben? Ah, ist ja wunderbar. Gildo, du darfst jetzt noch deine Verwandten grüßen, hast einen Zettel dabei, weißt du noch, wen du alles grüßen wolltest? Ja, ich möchte vor allen Dingen gern an meinen Onkel, den Bata Illich, viele Grüße senden. Ja. Außerdem an Rex Gildo und an meine Oma, den Roy Black, aber meine Oma ist ja schon tot. Ja, das ist leider wahr, Tragik, Udo, die Gildo-Rufe wollen gleich zerfleischen. Wollen nicht verklingen. Hör mal, ich habe einen Titel heute Abend vermisst, Die Schlümpfe. Ist der raus aus dem Programm? Nein, aber wir hatten ja heute nur hier eine Stunde Zeit, unser Bestes zu geben. Du bist so und, groß. Du bist so groß. Machen das die Absätze in der Hose, oder? Die Plateausohlen in der Hose. Das sind die orthopädischen Slip-Einlagen, die ich immer trage. Also, wie gesagt, ist wahnsinnig schwer, ein Interview mit ihm zu machen. Ich könnte mich noch stundenlang mit ihm unterhalten. Jetzt leckt er mir am Ohr. Ja, und wir gehen nachher noch zusammen in die Hodenbadegruppe, lieber Ali, du weißt das ja. In die Hodo-Bar. Du weißt ja, dass dieses Mikrofon äußerst frauenfeindlich ist. Ja, ja. Ein frauenfeindliches Mikro. Ja, was gibt's noch zu berichten? Gildo, mach du doch mal ein Interview mit mir. Also, mir fällt jetzt wirklich lieber, jetzt eines ein. Lieber Ali Kramp, ich schicke dir jetzt mal noch den Hoppla Benito vorbei, ja, aus Südtirol, gut. Weil ich muss noch ein wenig in die VIP-Lounge, um mich trockenlegen. Wir sehen uns. Neue Slip-Einlage macht ins orthopädische Herz gleich. Wir sehen uns gleich noch. Okay. War wie immer schön, mit dir zusammen zu sein. Hinter der Bühne, vor der Bühne, neben der Bühne. Unter der Bühne. Unter der Bühne seltener, aber vielleicht in Zukunft des Öfteren. Ja. Gildo Horn, meine Damen und Herren.